Ach, wie schnell die Zeit doch vergeht, aber langsam und sicher geht auch der Januar diesen Jahres schon dem Ende zu. Das heißt aber auch, dass die Tage wieder ein bisschen länger werden und auch vielleicht dezent das Wetter irgendwann mal wieder ein bisschen wärmer. Soll natürlich auch bedeuten, es ist Zeit für meine Kinovorschau nun für Februar 2015. Und das heißt, für alle, die neu dazugekommen sind, ich werde euch zeigen, welche Filme ich mir in den kommenden Kinostartwochen für den Februar anschauen würde, in welcher Reihenfolge, und werde zu jedem Film das Plakat hier einblenden. Und wenn ihr mehr zu einem Film wissen wollt, als nur die ein, zwei Sätze, die ich jetzt als Kurzzusammenfassung sage, könnt ihr auf dem Plakat, wenn schon vorhanden, eine Kritik klicken oder aber einen Trailer checken. Dann wisst ihr ein bisschen mehr und seht auch direkt zu dem Film Bewegtmaterial. So einfach ist es, so einfach bleibt es. Und jetzt fangen wir direkt einfach mal an. Der erste Kinostart Donnerstag im Februar ist gleichzeitig der Berlinale Eröffnungstag, nämlich der 5. Februar. Und da gibt es gleich ganze 6 nicht uninteressante Filme, die auch im regulären Programm laufen. Als erstes The Interview mit Seth Rogen und James Franco, die versuchen, Kim Jong-un zu ermorden. Was gab es für einen Riesenskandal seit Nordkoreas Hackangriff auf Sony Pictures? Dann sollte der Film nicht in den Kinos laufen in den USA, dann sollte er nicht in Deutschland laufen. Dann lief er über Weihnachten doch in den USA. Jetzt startet er doch am 5. Februar in Deutschland. Ein Riesenhickhack und hin und her über eine Komödie, die verdammt witzig sein soll, die ich leider bis jetzt noch nicht sehen konnte und mich richtig darauf freue. Meine Nummer 1 ab dem 5. Februar, The Interview. Als zweites würde ich mir auf jeden Fall ansehen Foxcatcher mit Channing Tatum oder aber auch einem Steve Carell in der Hauptfigur, die Geschichte eines sehr reichen Mannes, der auf dem Sport des Ringen steht, versuchen will, daraus eine Olympiadisziplin oder eine Olympiamannschaft zu formen und vor allem eine sehr schwierige Geschichte zwischen einem Coach und seinem Schützling und beide Akteure hier vor der Kamera unglaublich starke Charakter, wie ein sehr, sehr intensives Drama mit Foxcatcher. Catcher und meine Nummer 2 ab dem 5. Februar. Als drittes Jupiter Ascending mit natürlich der wunderbaren Mila Kunis und natürlich Channing Tatum als Hauptfiguren, wo man ganz klar merkt, da setzt man natürlich drauf, um die Zielgruppe abzuholen. Die Trailer wirkten auf mich immer schon so ein bisschen Blockbuster und Action überlastet. Ich erwarte jetzt nicht unglaublich viel Tiefgang von dem Film. Auf jeden Fall ein riesen Gemetzel und Farbenpracht auf der Leinwand. Meine Nummer 3, Jupiter Ascending. Als viertes würde ich mir ansehen VHS Viral. Ich liebe ja das Horrorgenre und vor allem die VHS-Filme sind für eine bestimmte Gruppe echt coole Horrorfilme geworden, weil es immer so Kurzhorrorfilme sind, so 5, 6 Stück zusammengepackt in einen Streifen, und ich mochte die ersten beiden Filme und der dritte anscheinend hier dann in einigen Kinos zu sehen. VHS Viral, meine Nummer 4 ab dem 5. Februar. Als fünftes Black Hat, der neue Michael Mann-Film mit Chris Hemsworth und Viola Davis, unter anderem die Geschichte eines Mannes, der Hackangriffe auf der ganzen Welt ausübt und die Geheimdienste überfordert sind mit diesen Attacken und deswegen einen anderen Hacker aus dem Gefängnis rauslassen müssen in Form von Chris Hemsworth, und da kriegt man immer nicht so richtig Thor aus dem Kopf, wenn man Marvel-Fan ist, der versuchen soll, diesen Hacker entgegenzuhacken. Das zusammen ergibt dann einen Action-Thriller, wo ich sagen muss, den fand ich jetzt nicht so wirklich gut und deswegen auch nur meine Nummer 5 ab dem 5. Februar. Und als sechstes 300 Worte Deutsch mit Pera Feridoni, mit Christoph Maria Herbst, die Geschichte von verschiedenen türkischen Frauen, die so ein bisschen arrangierte Ehen vollziehen sollen in Deutschland, einer Behörde, die dazwischenhauen will und sagen will, nein, diese Frauen müssen abgeschoben werden, nur weil sie aus der Türkei zum Heirat nach Deutschland gekommen sind, dürfen sie nicht einfach deutsche Staatsbürgerin sein, und deswegen müssen sie einen Test absolvieren, in dem sie 300 Worte Deutsch sprechen können. Daher der Titel des Films und eine Komödie mit sehr schwarzhumorigem Einschlag, die aber versuchen will, mit ihrem Humor Brücken zu bauen und Mauern einzureißen. Wirklich nicht uninteressant und eher auch mit kleinem märchenhaften Einschlag. 300 Worte Deutsch, meine Nummer 6. Dann, eine Woche später, ab dem 12. Februar starten in Deutschland auch 5 nicht interessante Filme. Als erstes von vielen erwartet die Bestseller-Verfilmung zu 50 Shades of Grey. Der eröffnet ja auch die Berlinale am 5. Februar und dann noch während der Berlinale auch den deutschlandweiten Kinostart. Die Trailer sind wie bekloppt geklickt worden und eben diese ganz besondere Bindung zwischen Mr. Grey und Anastasia oder Anastasia und ihre Bindung, wenn es darum geht, vielleicht auch im Bett ein klein wenig anders es zugehen zu lassen, dürfte 50 Shades of Grey eine ganze Menge Zuschauer, bestimmt die ein oder andere Million, in den deutschen Kinosäle locken. Meine Nummer 1 ab dem 12. Februar. Als zweites Inherent Vice, natürlich im Mängel, der neue Paul Thomas Anderson Film mit Jacqueline Phoenix, Reese Witherspoon, und beide kennen wir ja zusammen aus Walk the Line zum Beispiel zusammen, und Jacqueline Phoenix spielt ja einen Privatdetektiven, der sich so ein bisschen über die Runden schlägt und vor allem mit seiner Ex-Freundin auf einmal mit einer Idee und einem Coup aufschlägt, doch irgendwie andersartig unterwegs sein muss, und Kerle trifft und Menschen trifft, die man nicht unbedingt sehen will, und vor allem auch mächtig auf die Fresse kriegt, so wie man es im Trailer sieht. Und Inherent Vice dürfte einfach dann so ein bisschen Drama, Thriller sein, vor allem mit einem echt komödiantischen Einschlag. Ich freue mich drauf. Meine Nummer 2. Als drittes Wildcard, wieder mit Jason Statham, der nächste Actionfilm und eigentlich die Geschichte eines Mannes, der eigentlich am liebsten sich auf eine Insel zur Ruhe setzen möchte, dafür noch ein bisschen Geld braucht, aber das schafft er nicht und schlägt sich eher so wie es geht um die Runden, hat seine Spielsucht so einigermaßen im Griff, aber als dann eine Frau ihm um Hilfe bittet, muss er sagen, er hat Prinzipien, und da möchte er dann doch ein wenig Rache ausüben, und dann wird es wieder sehr handgemachte Action. So sieht zumindest der Trailer aus in Wildcard. Meine Nummer 3 ab dem 12. Februar.
Februar. Und irgendwie steht ja auch Jason Statham immer für richtig ordentlich gemachte Actionfilme. Als Viertes würde ich mir anschauen Manolo und das Buch des Lebens. Animationsfilm und die Geschichte von Manolo, einem Mexikaner, der sich in Maria verliebt und nicht weiß, ob er ihre Liebe gewinnen kann, ob er sie bei seinem Leben das suchen soll, was er gut kann, oder soll er wirklich alles auf eine Karte setzen. In einem Animationsfilm verpackt wird unter anderem von Channing Tatum und Zoe Saldana gesprochen. Liebe ich Animationsfilme, und der sieht so ein klein bisschen andersartig aus. Meine Nummer 4, Manolo und das Buch des Lebens. Und als Fünftes, When the Game Stands Tall, also pünktlich fast kurz nach dem Super Bowl, auch hier dann der Deutschland-Release, vielleicht hier nicht unbedingt oder da auch dran gedacht, einfach, dass man wie so eine Art kleinen Football-Hype hat. Es ist die Geschichte von einer Football-Mannschaft, einer Highschool-Football-Mannschaft, die eine endlose Siegserie hatten auf einmal, aber abstürzt und vor allem einer der wichtigsten Spiele ausfällt. Die Frage im Raum, es geht es nur darum zu gewinnen oder hat eine gute Mannschaft nicht was anderes, was sie zusammenhält? Das Ganze verpackt eben in American Football, ist es hierzulande eine schwierige Thematik und deswegen auch nur meine Nummer 5. Ab dem 12. Februar. Dann vorletzter Kinostart Donnerstag. Und ich versuche ja immer schon durchzuhetzen, aber sorry, dass es trotzdem so lange dauert. Ist der 19. Februar 2015. Auch 6 nicht uninteressante Filme. Als Erstes Whiplash mit Miles Teller. Die Geschichte eines jungen Mannes, der ein richtig guter Drummer ist und dann entdeckt wird von einem Mann und zu einem der besten Jazzmusiker gemacht werden soll. Da steht auch eine ganz merkwürdige Bindung zwischen Lehrer und Schüler, die teilweise auch Gewaltgrenzen überschreitet. Und dabei einen sehr intensiven Trailer kreiert. Ich glaube, der kann richtig was. Whiplash, meine Nummer 1. Als Zweites SpongeBob, Schwammkopf, 3D. Eine Social Movie Night machen wir zu dem Film. Ich sehe SpongeBob richtig gerne, ich liebe Animationsfilme und da freue ich mich schon richtig drauf. Ob das Ganze in 3D sein muss, werden wir sehen, aber auf jeden Fall eine große Fangemeinde, die einfach mit dem Kinofilm befriedet wird und deswegen meine Nummer 2 ab dem 19. Februar. Als Drittes Selma, die Geschichte rund um Martin Luther King und dem Marsch auf Selma und vor allem die Politik, wie sie darauf reagierte. Wieder ein Film, der sich mit dem Thema Rassismus und Rassenkonflikte in den USA beschäftigt. Schaut man sich Ferguson und Co. an, auch eine Thematik, die dort immer wieder aufbrennt und Grenzen, die bis heute nicht wirklich überwunden worden sind. Auf jeden Fall ein interessanter Trailer, vielleicht aber ein recht kleiner Film, meine Nummer 3. Als Viertes Die Frau in Schwarz 2, Engel des Todes, diesmal ohne Daniel Radcliffe und wieder auf dem gleichen Anwesen einer Frau und einer Frau und vielen Kindern, die versuchen wollen, vor dem Krieg zu flüchten auf das Land in Großbritannien, aber dabei auch feststellen müssen, dass ihr Zufluchtsort durchaus gefährlicher sein kann als dort, wo sie eigentlich waren. Meine Nummer 4 ab dem 19. Februar. Als Fünftes dann Into the Woods, der Disney-Streifen und ein Musical-Märchen-Mashup, auf das ich mich richtig gefreut habe, weil eben Leute wie Johnny Depp dabei sind oder Meryl Streep oder viele andere bekannte Schauspieler. Ich dann aber so festgestellt habe, der ist leider so ein bisschen in die Hose gegangen und deswegen nur auf Platz 5 meiner freudig erwartetsten Filme am 19. Februar gerutscht. Und als Sechstes Traumfrauen mit Hannah Herzsprung und Caroline Herfurth und relativ bekannter Cast und vor allem eben eine Komödie, die wieder so ein bisschen auch mit leichten Rom-Com-Faktor daherkommt aus deutschem Hause. Es ist immer so ein bisschen tricky und daher meine Nummer 6 für Traumfrauen ab dem 19. Februar. Und der letzte Kinostart Donnerstag ist dann der, jeder kann 7 Tage weiterrechnen, der 26. Februar 2015. Und da gibt es noch 4 Filme, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Als Erstes American Sniper, auch für den einen oder anderen Oscar nominiert, mit Bradley Cooper in der Hauptrolle, der neue Film von Clint Eastwood. Und die Geschichte eines Mannes, der im Krieg eben als Sniper, als Scharfschütze arbeiten muss. Und vor allem ist es dann so ein Film, der auf psychologischer Ebene spielt. Was geht in einem solchen Soldaten vor? Was passiert, wenn er wieder heimkehrt? Wie kann er Sachen verarbeiten? Und das ist durchaus, besonders in den USA, auch eine immer größer oder eine über die Jahrzehnte hinweg wichtige Thematik. Und da frage ich mich, wie Clint Eastwood das Ganze umsetzt. Weil ich finde, er ist ein toller Filmemacher, auch als Regisseur. Aber hat auch bei Letters from Iwo Jima und Flags of Our Fathers, finde ich so auch, besonders im Genre des Kriegsfilms erzählt, dass er da so sehr zwiegespalten erzählen kann, aber auch durchaus anstrengend, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, aber mal gucken, ob die eine oder andere Oscar-Nominierung nicht umsonst war. Als Zweites würde ich mir anschauen Kingsman, The Secret Service mit Samuel L. Jackson, mit Colin Firth, die Geschichte eines Geheimdienstes, der noch über allen anderen Geheimdiensten steht und ganz besondere Instrumente hat und Möglichkeiten, um irgendwelche übergeordneten Organisationen anzugreifen oder das Böse zu bekämpfen. Hat so bei den Trailern immer so ein bisschen das Feeling von Ete Petete und James Bond auf Oldschool-Art, nicht die Danny Craig-Art, sondern eher noch so ein bisschen mehr so, oh mein Gott, ich habe sie geschlagen und sie sind fast tot, aber ich habe es mit ganz viel Vorsicht getan. Wenn ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen Etepetete, Tea-Time-mäßig Action-Thriller mit leichtem komödiantischem Einschlag. Meine Nummer 2 und als Drittes würde ich mir anschauen, heute bin ich Samba, der neue Film mit Omar Sy, einer der über Nacht Star geworden ist, mit ziemlich beste Freunde aus Frankreich, und die Geschichte eines Mannes, der eigentlich in Frankreich leben will, arbeitet, das Land liebt und dann abgeschoben werden soll, als er versucht, über eine Behörde eingebürgert zu werden, und da dreht sich eben eine Welt um und eine Frau, die er dabei kennenlernt,
und eine sehr intensive neue Bindung, die dabei entsteht. Das zusammengepackt ergibt einen interessanten Trailer. Bei Heute bin ich Samba und dann meine Nummer 4. Und der letzte Film, den ich mir am 26. Februar anschauen würde, ist Asterix im Land der Götter. Gentrifizierung heißt es. Man versucht, das gallische Dorf irgendwie zu unterwandern, indem man Villen ringsherum baut und dort die Römer einziehen lässt. Und dann versucht man damit irgendwie den Galliern so den Spaß daran zu nehmen, diese einzige Siedlung zu sein, die sich gegen das große Reich wehren kann. Ich fand es ein bisschen schade, als ich den Film gesehen habe, dass darin so Worte wie Anus und Pussy vorkommen. Nichts, dass ich was dagegen hätte. Aber es passt einfach nicht zu Asterix. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Daher meine Nummer 4 ab dem 26. Februar. Und damit bin ich durch in meiner Kinovorschau für Februar 2015. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Film gefunden, wo ihr sagt, oh, klingt gar nicht so uninteressant oder den will ich mir auf jeden Fall anschauen. Das wäre nämlich der tiefere Sinn dieses Videos. Und dann bleibt mir bloß noch zu sagen, lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diese Kinovorschau mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum. Und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.